Hallo zusammen, wunderschönen Montagabend, sonniger Montagabend. Wieder hier heute mit mir dabei die Valerie und die Marlene. Wir machen heute ein Faszien-Pilates. Die Faszien, die sind ein alles umhüllendes Spannungsgeflecht. Das ist so netzartig. Schlingen, die sich um alles, um Gelenke, Kapseln, Bänder, aber auch Organe. Sie stützen unser Gewebe, sie lassen aber auch Bewegung zu und manchmal sind die verklebt und dann schmerzt es eben und wir versuchen mit federnden, schwingenden und dehnenden Bewegungen eben diese Faszien ein bisschen zu bewässern, zu ernähren, einfach geschmeidig zu halten. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich wie immer im Powerhouse. Darum fangen wir gleich an. Ihr atmet in die Rippenbögen ein, ihr füllt die Rippen, ihr blast richtig Luft und pumpt ihn auf, lasst die Schultern tief und lasst die Rippen wieder zusammensinken. Lasst sie wieder kreuzen, zieh den Bauchnabel ein, zieh das Schambein nach oben, zieh alles zusammen wie ein Reißverschluss. Lasst das Steißbein nach unten sinken. Nimm mal die Hände an deinen Brustkorb, atme ein, weite den Brustkorb, atme aus, kreuze wieder die Rippenbögen nach unten zusammen, zieh den Bauchnabel ein, atme ein. Und atme aus. Halte den Bauch ganz flach, zieh alles sanft nach innen. Atme nochmal ein. Und dann fängst du ganz langsam und sanft, wie eine liegende Acht, deine Rippen, deinen Brustkorb zu kreisen. Weite deinen Brustkorb. Atme weiter. Lass den Kreis etwas größer werden. Und dann löse, nimm die Arme zur Decke und zieh dich einmal mit dem rechten Arm in die Länge, beug das linke Knie und stell dir vor, du hast einen Taucheranzug oder so eine zweite Haut und irgendwo sind Fältchen, die du lösen möchtest. Das ist natürlich bei jedem anders, deswegen muss jeder sich ein bisschen anders in die Länge ziehen. Stell dir einfach vor, du willst diese Fältchen, die da, diese Verklebungen glatt ziehen. Und dann komm wieder nach unten. Nimm eine Hand, die rechte an die linke Hüfte und öffne dich über die linke Seite weit nach hinten. Atme ein und nimm den Ellenbogen weit nach hinten. Spann den Bauch an und lass aber die Bewegung im Arm fließen. Lass dich schön, öffne dich nach hinten, lass dich schön schwingen. Und jetzt erweitere ein bisschen, atme ein, spann den Bauch an und lass dich federnd nach hinten atmen. Ein, Ellenbogen, atme ein, letztes Mal den langen Arm und wechsle direkt. Nimm den linken Arm jetzt weit, den rechten nach hinten. Fang erstmal ganz langsam an, schau, wie weit du nach hinten gehst, spann deinen Bauch an und dann erweitere die Bewegung etwas. Nimm den Ellenbogen mit nach hinten. Und wenn du willst, kannst du gleich mit der federnden Bewegung anfangen. Atme ein, geh nach vorne. Ein. Nochmal ein. Letztes Mal mit dem Ellenbogen. Und dann löse. Nimm jetzt das rechte Bein, setz es hinter das linke, belasse etwas die Außenkante und geh mit dem rechten Arm auf die linke Seite. Schieb die Hüfte weit nach rechts hinaus. Atme ein, nimm den linken Arm nach oben. Atme ein. Im Wechsel atmest du ein und bei der Länge atmest du aus. Und dann bleibst du hier mit dem Arm auf der rechten Seite, du schiebst den Arm auf die linke Seite und du federst richtig die Hüfte nach außen. Spür die ganze Länge von der Außenkante deines rechten Beines bis zum kleinen Finger. 4, 3, 2, 1. Jetzt setz direkt deinen rechten Fuß nach hinten, stell die Zehen ab, beug das linke Bein und schieb die Ferse rechts tief, sodass die Kniekehle ganz geöffnet ist. Vorne beugst du ein bisschen und dann holst du das Becken, die Hüfte nach vorne, das Knie dazu und wieder schiebst du das, die Ferse nach unten, öffnest die Kniekehle im Wechsel. Atme ein, schieb die Ferse nach unten, nimm den Oberkörper mit, kreuze deine Hände an der Schulter,
Atme aus, beug die Wirbelsäule. Nimm jetzt die Wirbelsäule mit. Mobilisiere die Wirbelsäule. Schieb das Becken nach vorne, zieh den Bauchnabel ein. Werde rund und richte dich auf. Letztes Mal, nimm jetzt deine Arme nach unten. Atme jetzt ein und schwing dich nach oben. Atme ein. Ein. Du hast einen ganz festen Bauch und die Arme schwingen. Die Ferse zieht sich federnd zum Boden. Du öffnest jedes Mal die Kniekehle rechts. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und du löst auf. Komm einmal mit dem Oberkörper nach unten, spann deinen Bauch an. Versuch hinten die Beine lang zu lassen. Wenn es nicht geht, beuge sie einfach. Hab ganz viel Kraft in den Beinen, zieh den Bauch ein und lass dich hängen. Du kommst jetzt an die lumbalen Faszien. Versuch dich jetzt hindurchzuziehen, durch deine Knie. Hab einen ganz starken Bauch, aber lass den Oberkörper sanft durch die Knie federn. Ganz sanft. Das Powerhouse ist aktiv, aber der Oberkörper ist ganz locker. Du ziehst nur die Arme hindurch. Ganz sanft. 4, 3, 2, 1. Komm wieder nach oben. Nimm jetzt das linke Bein hinter das rechte und nimm den rechten Arm auf die linke Seite. Zieh dich weit. Atme ein und wechsel. Und zieh dich weit. Schieb die Hüfte auf die andere Seite. Letztes Mal. Und dann bleibst du auf der Seite, schiebst die Hüfte nach links und den Arm auf die rechte Seite und federst. Sanft. Du hast auch hier einen ganz starken Bauch und die Bewegung ist aber ganz federnd leicht. Zieh dich lang. Stell dir richtig vor, von der Außenkante bis oben zu den Fingerspitzen ziehst du dich lang. Nimm jetzt das linke Bein, stell es genauso hinten ab, die Zehen. Schau, dass du vorne im rechten etwas gebeugt bist. Schieb jetzt die Ferse auf die Matte, sodass die Kniekehle links ganz geöffnet ist, die Kniescheibe nach oben. Und dann beugst du, schiebst das Schambein nach vorne, ziehst den Bauchnabel, schließt die Rippenbögen und kommst wieder in die Länge. Nimm gleich die Arme an deine Schultern und fang gleich an, die Wirbelsäule etwas mitzubewegen. Werde rund, werde hohl, werde rund und richte dich auf. Lass die Bewegung etwas fließen, zwei mehr und bleib in der Endposition. Atme jetzt unten ein und schwing. Denk auch an die Ferse, die den Boden sanft berührt. Öffne die Kniekehle und du denkst dir immer diese ganze Länge, diese ganzen langen Muskelketten sind sehr, sehr beliebt bei den Faszien. Noch vier. 3, 2, letztes Mal und löse die Spannung auf. Stell jetzt deine Fersen, die Füße sind in so einem Pilates-V, komm ein bisschen auf die rechte Seite, auf die linke Seite, sodass du einen Ausfallschritt nach rechts machen kannst. Du gehst mit Schwung auf die rechte Seite, der Fuß schaut auch nach vorne, das Knie geht über die Zehe und du drückst dich ab wieder zur Mitte. Du kommst auf die rechte und drückst dich ab, wie so ein Katapult schießt du dich nach oben. Wir erweitern. Ein. Zieh dich zur Seite und drück dich aber jedes Mal kräftig ab. Wenn du willst, kannst du jetzt nochmal erweitern, zweimal pumpen. Und wenn du hochkommst in einen Stern, drück dich ab, komm richtig in den Stand, zieh den Bauch ein. Es ist immer so eine Mischung zwischen Anspannen, Springen, Federn. Noch zwei. Letztes Mal.
und dann bleib in der Endposition. Bleib in der Endposition, stell deinen Fuß ab, rotier auf die Seite, die Hände treffen sich und pump nach hinten. Atme ein, rotier auf die Seite, öffne. Ein. Nimm jetzt die ganze Länge, die ganze rechte Seite wahr. Öffne dich über die ganze Brustseite. Ein. 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 Nur noch zwei. Letztes Mal. Komm direkt in die Länge. Zieh dich lang, schieb dich aus der Hüfte heraus und feder. Atme ein. Ein. Vier. Spannung im Bauch und dann sanft ausfedern lassen. Letztes Mal. Löse. Lass dich einmal noch nach unten hängen. Lass die Beinrückseite ganz lang und feder den Oberkörper. Zieh den Bauch ein. Lass dich ganz sanft hängen und geh wieder an deine Lende. Zieh dich hier lang, lass dich ohne Gewalt, sondern ganz sanft durchhängen. Und roll dich wieder auf. Stell die Füße wieder zusammen, die Ferse, die Beine auseinander zum V. Und dann gehst du erstmal langsam auf die Seite, drückst dich ab. Auf die Seite, schiebst dich weg. Nimm gleich die Arme dazu. Zieh dich ganz lang. Wir erweitern. Achtung, zweimal. Und hoch. Zweimal. Und in die Höhe. Ganz elegant. Man hört das Aufkommen kaum, weil du die Bauchspannung hast. Du landest ganz sanft und schwingst dich aus. Zweimal. Letztes Mal. Und du hältst dich in der Endposition. Stell deinen Fuß ab. Atme ein. Komm über die Seite. Die Hände treffen sich. Der Kopf guckt mit und öffne dich. Ein. 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 Öffnen. Die ganze Seite, über die ganze Breite von einem Arm zum anderen. Letztes Mal. Und du gehst in die Länge. Zieh dich erstmal lang, halte die Spannung, stell dich ein und dass du gut kräftig bist, nicht umfällst. Federn lang. Wie ein Vogel. Sanft flattern. Du musst jetzt nicht lospiepsen wie ein Vögelchen. Zwei. Letztes Mal. Und lösen. Komm jetzt auf eine Seite, die du dir aussuchst. Ich nehme mal die. Roll dich langsam nach unten. Versuch die Beine gestreckt zu halten. Komm in ein V. Wenn es nicht geht, dann beug ruhig die Knie. Lass aber den Oberkörper ganz gerade. Lass den Kopf zwischen den Oberarmen und versuch jetzt das Brustbein Richtung Knie zu federn. Also du schiebst dich mit dem Oberkörper durch die Arme hindurch. Die Achseln öffnen sich ganz. Und wenn du kannst, nimm auch noch die Ferse mit, die Richtung Boden federt. Ganz sanft das Brustbein Richtung Knie, die Ferse Richtung Boden. Okay, Achtung, wir erweitern die Übung ein bisschen. Wir spannen den Bauch an und nehmen das rechte Knie, schieben uns nach vorne in die Stützposition, das Knie und das Brustbein zwischen die Ellenbogen und schieben uns wieder federn zweimal nach hinten. Atmen ein, nimm das Knie zwischen die Ellenbogen, atme aus. Und nochmal nach vorne, kräftig nach vorne, starke Arme. Zieh das Knie unter dir durch, zieh den Bauchnabel ein, feder. Ein. Ein. Super. Schön sanft. Jedes Mal ein bisschen
leichter durchfedern. Achtung, wir machen noch einmal pro Seite. Letztes Mal. Und jetzt komm mit den Knien nach unten. Nimm jetzt das rechte Bein, setz es zwischen deine Hände. Und jetzt entscheidest du. Du fängst erstmal an, die Hüfte nach unten zu schieben. Und wenn du merkst, es geht gut, dann nimmst du das Knie nach oben und streckst die Kniekehle durch. Schiebst die Ferse weit nach hinten und schiebst dich nach unten durch. Schieb die Hüfte tief. Und wenn du merkst, auch das geht gut, dann geh in die Höhe und feder die Arme nach hinten. Schieb die Hüfte tief, öffne die Kniekehle und lass dich sanft federn. Hab jetzt einen ganz starken Bauch. Du merkst jetzt die ganze Länge von deiner Ferse über den Hüftbeuger, über die Achseln bis zu den Fingerspitzen. Tief, tief, aber es ist auch erlaubt, das Knie abzusetzen. Genau gleich. 4, feder sanft. 3, 2, 1, komm wieder nach unten, wechsel direkt das rechte Bein nach hinten, das linke nach vorne. Stell das Knie ab und bring die Hüfte tief nach unten. Hab was verloren? Wenn du merkst, du bist sicher, kannst du auch das Knie rechts anheben und die Hüfte parallel zum Boden schieben. Lass dich sanft federn. Und wenn du merkst, auch das geht, dann heb ab, lass die Arme nach hinten. Genau, versuch die Kniekehle rechts noch geöffnet zu halten, die Kniescheibe nach oben zu ziehen und die Ferse nach hinten Richtung Wand zu schieben. 4, 3, super, 2, meine Schatten, 1. Und löse, komm direkt nach unten, bring das Bein nach hinten, komm auf die Knie, setz dich hinten ab. Du schiebst jetzt die Arme weit nach vorne, du gibst dir die ganze Länge im Rücken und du drückst das Gesäß auf die Fersen. Schieb dich lang, atme ein und mit der Bauchkraft kommst du nach vorne, die Nasenspitze vor die Fingerspitzen, die Ellenbogen Richtung Rippenbögen und zweimal sanft federn. Atme ein, komm nach hinten, zieh dich in die Länge. Atme aus, komm sanft nach vorne. Zweimal federn. Halte den Bauch jetzt immer schön an der Wirbelsäule. Zieh ihn nach innen. Zieh dich lang, setz dich hinten ab, drück dich geradezu auf die Fersen. Drück dich nach vorne ab und zweimal sanft federn. Dynamisch. Nach hinten, schieb dich mit Kraft vor, zack, zack, wieder nach hinten. Zweimal, beim letzten Mal bleibst du vorne, bleib vorne, mach die kleine Bewegung, zieh den Bauch ein, ganz kleine Amplitude, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang, Bauch fest. 8, 7, nicht den Bauch durchhängen lassen, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setz dich einmal hinten ab. Rotier die Schultern mit der Wirbelsäule. Beweg die Wirbelsäule mit die Handgelenke. Und dann gehen wir in den Vierfüßler. Die Ellenbeuge schaut nach vorne. Kräftige Arme, starke Hände. Ganz gerader Rücken. Also nicht hier durchhängen, sondern wirklich die Kraft, den Rücken schützen, indem du den Bauch anspannst. Atme ein, mit der Ausatmung hebe den rechten Arm und das linke Bein. Zieh dich in die Länge, atme ein, komm tief. Atme aus, nimm den linken Arm und das rechte Bein. Ein. Zieh dich mehr in die Länge als nach oben. Den Bauch fest. Und dann fängst du an, wenn dein rechter Arm vorne ist, bleibst du oben, das linke Bein, zieh dich nochmal in die Länge, zieh nochmal den Bauch ein, schieb den Fuß aus der Hüfte links und dann stellst du das Bein links ab, lässt aber die Kniekehle geöffnet, das Bein ganz gestreckt und dann gehst du über die Seite, den rechten Arm in die Höhe, zieh dich
den ganzen Kreis, die ganze Amplitude, komm hinten rum, einen riesen Kreis. Rotier dich nach außen, jetzt seht ihr mich gar nicht, seht ihr meinen Rücken. Öffne die ganze Seite, die ganze Brustseite, zieh dich lang nach oben, hinten, nach unten und beim nächsten Mal bleibst du oben. Bleib hier oben, spann dich von hier unten, vom linken Arm in der Stütze über die ganze Brust und zieh den Arm nach oben und feder nach hinten. Feder sanft nach hinten. Drück dich mit dem linken Arm kräftig ab, öffne das Knie, streck den linken Fuß. Achtung, jetzt spann dich, spann den Bauch an, atme ein und komm mit Schwung unten durch. Lass die Spannung los. Atme ein, zieh dich lang, schwing dich unten durch. Atme ein, zieh dich lang. Ein, zieh dich lang. Es ist wie so ein Bogen, den man spannt und loslässt. Achtung, letztes Mal. Ein und loslassen. Komm wieder in den Vierfüßler. Richte dich wieder neu ein. Bist jetzt ein bisschen schief. Setz dich einmal kurz hinten ab und spür mal den Unterschied, ob du was merkst von den Seiten, die Länge, ob du irgendeine Erweiterung spürst, einen Unterschied von den Seiten und komm wieder in den Vierfüßler. Nimm jetzt den linken Arm nach vorne und das rechte Bein schiebt dich zunächst aus der Schulter und aus der Hüfte. Zieh den Bauch ein, zieh die Diagonale in die Länge, stell den Fuß ab rechts, öffne die Kniekehle und dann wander mit der Einatmung über die ganze Seite unten durch in die Länge. Dreh dich, rotier dich erstmal in die Öffnung. In die Länge. Zweimal. Beim nächsten Mal bleibst du oben. Öffne dich jetzt nach hinten, streck erst das Bein durch und öffne dich weit nach hinten. Spür auch hier die ganze Länge von dem ganzen Arm über die Brust bis nach oben. Sanft federn. Spann den Bauch an, atme ein und lass dich unten durch federn. Ein. Zieh dich lang nach oben, lass dich durchfallen. Nur noch zwei. Letztes Mal. Setz dich wieder hinten ab, komm direkt auf dein Gesäß. Stell die Füße fest auf, nimm die Arme nach vorne. Du kannst diesmal starten über dem Becken, also wir starten nicht hier hinten, sondern wir richten uns hier auf, ziehen die Sitzbeinhöcker zusammen, strecken das Brustbein, schieben die Rippenbögen, kreuzen die nach unten, ziehen den Bauch ein und dann werden wir sanft rund. Ziehen den Bauchnabel ein, das Schambein nähert sich dem Bauchnabel, die Rippenbögen nähern sich dem Bauchnabel, wir werden rund und richten uns auf. Und denk dran, drückt die Beine richtig in den Boden hinein, aktiv, also auch darauf achten, die Knie bleiben in ihrer Position, richte dich auf. Werde rund. Wir erweitern die Position ein bisschen. Wir nehmen jetzt, wenn du magst, du kannst auch so bleiben, aber wenn du ein bisschen mehr möchtest, nimm die Fußsohlen aufeinander, drück sie fest zusammen, halte die Knie stabil und werde wieder rund. Geh nur so weit nach unten, dass du auch wieder hochkommst. Und wir erweitern direkt. Wir gehen auf die rechte Seite über unser Knie und gehen über die rechte Seite weit nach hinten unten, über die linke Seite kommen wir wieder nach oben. Wir starten links. Achtung, auf die linke Seite. Wir gehen rund nach hinten, über die Mitte, wieder nur so weit, dass du auch wieder gut nach oben kommst. Mit nach unten gehen, atmest du ein, kommst unten rum und atmest beim Hochgehen wieder aus. Immer im Wechsel.
einmal links herum. Und jedes Mal gehst du ein Stückchen tiefer, spannst den Bauch mehr an und kommst wieder ein Stückchen höher. Okay, noch einmal links herum. Ganz weit, tief, tief, tief. Drück die Fußsohlen aneinander. Einmal letztes Mal rechts herum. Ein allerletztes Mal links herum. Und dann stellst du die Beine wieder auf. Rollst dich ein letztes Mal nach unten. Und bleibst hier liegen. Park jetzt deine Schultern schön auf der Matte. Stell die Füße kräftig auf. Richte die Länge deiner Wirbelsäule ein. Also diese neutrale Stellung, diese leichte Wölbung in der Lende. Zieh den Bauchnabel ein, sei ganz aktiv. Park die Schultern und schieb dich mit Kraft nach oben. Komm einmal noch nach unten, nicht absetzen und schieb dich mit Kraft nach oben. Bleib jetzt hier. Schau, dass deine Hüfte parallel bleibt und im Wechsel rechtes Knie anheben, linkes Knie anheben, im Wechsel. Achte in erster Linie darauf, dass dein Becken parallel bleibt. Anheben, anheben. Halt dich richtig oben, dass du auch wirklich merkst, oh, es tut sich was oder ich muss was tun. Jetzt bleib im linken Bein unten, nimm nur das rechte. Komm nach oben und stöß dich unten kräftig ab. Lass dich richtig hoch schießen. Zack, zack. Versuch geräuschlos dich nach oben. Es hat gerade so gekracht hier, das hört ihr wahrscheinlich nicht. Aber ihr zu Hause versucht geräuschlos zu sein. Zack, zack. Noch vier. Wie so eine Steinschleuder. Und lösen direkt das linke Bein. Fang erst langsam an, stoß dich ab. Achte darauf, dass du parallel bleibst. Zack, zack. Und dann wird immer kräftiger. Schieß das Bein nach oben. Halte dich vom Becken her ganz stabil. Noch vier, drei, 2, 1. Bleib nach oben. Schieb nochmal das Becken maximal nach oben und mach ganz kleine Bewegungen mit der Hüfte nach oben. Ganz kleine. Halt noch durch. Lass die Füße am Boden fest. Drück sie richtig in die Matte und lass die Knie parallel. Ganz kleine Federung. Die Schultern sind ganz entspannt. Das Gewicht verteilt sich zwischen den Schulterblättern. 8, 7, 6. 2, 1, langsam absinken, ganz langsam Wirbel für Wirbel. Nimm direkt das rechte Knie an deine Brust, schieb das linke Bein in die Länge und wechsel in das linke Knie. Zieh es heran, schieb das rechte Bein aus der Hüfte. Zieh dich lang. Und wir erweitern ein bisschen. Beim nächsten Mal nimmst du das lange Bein, hältst dich an der Wade oder je nachdem, wo du hinkommst. Günstig wäre, wenn du das Bein streckst, ansonsten lass es einfach gebeugt. Und dann federn wir zweimal. Ganz sanft. Nimm den Oberkörper in die Höhe. Zieh den Bauchnabel ein. Noch 8. 7. Halte durch, streck die Beine ganz kräftig, lange Beine, spür die Beinrückseite, wenn du das Bein ranziehst. 4, glaube ich, 3, ich habe es nicht so mit dem Zählen, 2, 1 und lösen. Zieh nochmal die Knie zu dir ran und komm mit Schwung nach oben. Komm jetzt direkt in eine leichte Grätsche. Wenn du nicht die Beine strecken kannst, dann sitz auf ein Buch oder auf ein Kissen oder beug einfach die Knie. Ansonsten sei aufrecht mit dem Oberkörper, streck die Arme zur Seite und komm mit dem rechten kleinen Finger zu deinem kleinen linken Zeh. Werde rund.
Der andere kleine Finger ist Richtung Decke. Atme ein, atme aus, werde rund. Richte dich auf, werde rund. Richte dich nochmal auf, werde nochmal rund. Und zieh dich richtig in die Höhe und werde richtig rund. Achtung, wir versuchen es mit Federn. Zweimal nach vorne. Richte dich auf. Ein. Ein. Zieh die Arme völlig auseinander. Ein. Ein. Noch einmal Brustseite. Aufrichten. Federn. Aufrichten. Federn. Und löse. Komm jetzt in den Schneidersitz. Lass dich sanft nach vorne durchhängen. Ganz sanft. Lass die Knie auch so ein bisschen Richtung Boden sinken. Komm immer ein Stückchen mehr nach unten. Versuch nochmal die Länge in der Lende zu bekommen. Zieh den Bauchnabel ein. Und dann richte dich auf und versuch die Rippenbögen jetzt über deinem Rumpf, über deinem Becken zu kreisen. Werde ganz rund, richte dich nach vorne auf, nimm den ganzen Weg. Und dann wechsle nochmal die Richtung, geh in die andere Richtung, nimm die ganze Seite in die Länge, komm weit nach vorne. Und dann werde einmal rund, komm nach hinten und richte dich auf. Komm nach vorne in einen Vierfüßler, ein letztes Mal. Werde rund, werde hohl, nimm den Kopf in den Nacken. Komm nochmal in die neutrale Stellung, kreise deine Wirbelsäule. Und in die andere Richtung. Beweg alles noch einmal richtig in die Länge durch. Dann bleib in der Mitte, stell die Füße auf. Komm ein letztes Mal in die V-Position. Feder ein letztes Mal mit dem Brustbein Richtung Knie. Versuch die Kniekehle jetzt wirklich maximal zu öffnen. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser, ein bisschen weiter. 4, ganz sanft. 3, 2, 1. Beug die Knie und lauf zu deinen Füßen. Bring dich mit Kraft, mit der Bauchkraft nach oben. Spann nochmal ein letztes Mal dein Powerhouse an. Nimm die Arme zur Decke, zieh dich lang. Atme aus, komm tief. Ein letztes Mal atme ein, zieh dich lang und lass alles von dir fallen. Das habt ihr jetzt geschafft. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Einen wunderschönen Abend. Tschüss.